Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Miss Survival. Wie ihr seht, habe ich meine Schränke alle verräumt hier. Es ist alles hin in der Base. Ich habe alles reingeschafft. Unser Wagen ist hier. Wir werden noch mal vorschauen bei ins Motel, ob ich da noch irgendwo noch Schränke rumzustehen habe. Oder was ist mit dem? Das Ding fliegt auch in der Luft oder was? Ja. Gut. Das wird heute hier definitiv vorerst die letzte Folge werden. Das Spiel ist mir zurzeit noch mit zu vielen Bugs, zu vielen Fehlern, zu vielen Ungereimtheiten behaftet, als dass ich das jetzt mal weiterspielen werde. Ich werde jetzt abwarten, was die nächsten... Ich behalte es auf meinen Rechner und ich werde auch immer wieder, wenn ein neues Update kommt oder ein neuer Patch kommt, werde ich das Spiel mir anschauen, wie es aussieht. Sind die Banditen wieder da? Ja, müssten ja eigentlich da sein. Na freilich sind sie da. Genau. Habe ich denn noch was an Munition einstecken? Mal gucken. Ich habe keine Munition mehr. Oh, da muss ich auch einen großen Bogen um die machen. Ne, da müssen wir erst bei unseren Wagen schnappen. Wir müssen erst noch mal zurück. Oder den Wagen kann ich eigentlich hier stehen lassen. Ich laufe erstmal fix zurück und hole mir ein bisschen Munition. Und vielleicht noch eine andere Waffe. Also mit der MP da, ich glaube, da habe ich auch gar nichts weiter. Ich müsste da mal schauen. Mal schauen, was wir noch an MP-Munition haben. Was wäre denn das? Die ist es nicht. Ja, ist alles klar. Ich weiß jetzt, welche Munition das sein müsste. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Ja, da werden wir doch schon mal noch was essen. Was trinken. Ich hoffe, dass ich noch was zu trinken habe. Ja, wie gesagt, da räume ich lieber den Platz. Und bringe No One Survived. Das ist mir zurzeit die bessere Wahl als dieses hier, als Miss Survival. meine Meinung kennt ihr ja nur inzwischen langsam. Halt, ich will erstmal was essen. Der ist auf dem besten Weg dort, der ist auf dem besten Weg, das Spiel von Baum zu fahren, wenn das so weitergeht. Mit seinem Quatsch, den er veranstaltet. Ich glaube, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, das soll mal lieber seine Bugs beseitigen. Zum Beispiel, dass man die Schränke nicht richtig bauen kann. Ich bin immer noch am Suchen, deswegen verzeiht meine Redepausen manchmal. Und dass er andere Sachen, die überhaupt nicht funktionieren, zum Beispiel da draußen, ach, sie ist doch weg. Sie ist doch weg, die Schaukel, das gibt's ja gar nicht. Ich habe gedacht, die kommt jetzt auch immer wieder. Oder dass die Schränke auf einmal hier draußen stehen, obwohl ich sie da reingestellt habe. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das wisst ihr ja selber, dass das Spiel noch zu viele Bugs hat. Zum Beispiel, man kann die Schränke gar nicht mehr richtig hinstellen. Wenn ich den jetzt hinstelle und versuche, den zu drehen, wie es sich gehört, dass ich ihn so hinstelle, wo ich sage, okay, der soll dort an der Wand. Steht er verquer, verlängs. Was soll der Käse? Kann man das nicht? Es ging ja früher. Es ist ja nicht, dass wir irgendwas kritisieren oder dass ich irgendwas
kritisiere, was neu ist. Es hat ja früher funktioniert. Und sorry, alles auf die neue Engine zu schieben, das ist mir echt zu billig. Das ist mir echt zu billig. Das kann ich nicht akzeptieren. Jetzt steht er so rum. Also, tun wir jetzt mal die Schubfächer auf die linke Seite, wenn wir den hinsetzen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir den mal endlich mal richtig hinstellen können. Also, zurück. Stück vor. Jetzt steht er zumindest richtig, aber naja. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen weiter. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen. Dass wir den mal ein bisschen weiter an der Wand kriegen. Halt, die Schubfächer waren eigentlich richtig. So, das drehen wir noch mal ein bisschen. So, wie steht er jetzt? Naja, gut, damit kann ich notfalls leben. Obwohl mir das alles so richtig gefällt, aber egal. Damit kann ich noch leben. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwo... Das ist Revolver, das ist 9 mm. Ich brauche erstmal noch was zu trinken. Erstmal gucken wir hier alle Schubfächer durch. Wäre doch irgendwo, das ist ein Farbeimer, den können wir nicht trinken. Hier ist auch keine... Doch, hier ist eine Cola. Jetzt trinken wir erstmal eine Cola. Ja, ich habe es neulich schon gesagt, es interessiert mich nicht, ob ich den Truck jetzt umspritzen kann. Auf Rot, Grün oder gescheckt oder mit Feuermuster oder sonst was, was er sich da hat einfallen lassen. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Mich interessieren die Basics in diesem Spiel, damit die funktionieren. Damit ich meine Schränke ordentlich hinbauen kann. Damit ich Holzbäume fällen kann. Damit ich ein Holzlager einrichten kann zum Beispiel. Das interessiert mich. Aller andere Schnürzchen oder Pipifax kann man immer später machen, wenn dieses Spiel richtig läuft. Arne, der verplempert lieber seine Zeit und seine Ressourcen auf neuen Content, ohne den alten vorher richtig zum Laufen zu bringen. Es mag jetzt wieder hart von mir klingen, ich bin halt ein Mensch, der immer offen und ehrlich sagt, was er denkt. Das ist mir früher schon oft auf die Füße gefallen und das fällt mir wahrscheinlich hier auf YouTube auch auf die Füße, dass ich weniger Abonnenten habe, weil ich sage so, wie ich es denke. Und wer anderer Meinung ist, bitte unten in die Kommentare rein, ich akzeptiere jede Meinung, jeden anderen Standpunkt, aber dann ordentlich mit Argumenten. Und das sind für mich Argumente, dass ich sage, ich spiele das Spiel jetzt erstmal auf YouTube nicht weiter, weil es einfach sich zum Schrottspiel entwickelt. Es ist leider so. Deswegen, wir bringen jetzt mit Anstand diese Folge, diese 30 Minuten noch mit Anstand über die Runden und dann werde ich die Zeit für No One Survived nehmen. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Es ist so, wie es ist. So, ach so, ich wollte eigentlich so viel diskutiert und erzählt, aber nicht nach der Munition geschaut. Das wollte ich doch eigentlich gucken. Was ich hier noch an Munition finde. Wir wollen doch zumindest noch ein letztes Mal die Banditen dort vorne wegmachen. Keine Munition mehr. Hä? Nun wird's aber verrückt. Das ist kein... Ich pack mal noch eine Cola ein. Ich werde mal rausräumen. Das räumen wir raus. Das räumen wir raus. Den Schokoriegel behalte ich mal dabei. Das Brecheisen. Die Munition, die brauche ich eigentlich gar nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Da räumen wir hier auch noch. Nee, das ist alles voll.
Na, dann haben wir ganz einfach mal so einen Schrank hier, der da leer ist. Da können wir den ganzen Spaß reinräumen. Ich werde auf alle Fälle in der Spielpause, wo das auf YouTube nicht kommt, mal mein ganzes Inventar aufräumen hier. Das werde ich auf alle Fälle machen. Ob ich dann hier diese Karte weiterspiele, weiß ich im Prinzip auch noch nicht. Den behalten wir mal dabei, den Apfel, den können wir essen. Das Visier brauchen wir nicht. Diese Cranberries, das sind doch Cranberries, oder? Krebs, ja, könnte sein. Nähzeug, den Schokoriegel kann man nicht stecken. Einen haben wir dabei, eine Cola haben wir dabei und wir stecken mal noch so eine Büchse Fisch- oder Tomatensauce ein. So, jetzt suche ich aber wirklich nach Munition. Echt keine Mumpeln mehr, das gibt's ja gar nicht. Halt! Und das welche? Sind das die? M4, ich muss mal... Das ist doch eine M4. Jawohl, M4. Moment, da müssen wir ja gleich, wenn wir die Waffe in der Hand nehmen. Ja, es zeigt mir 2 Schuss an. Alles klar. Gut. Also werden wir bestimmt irgendwo noch welche finden. Da schauen wir halt mal fix auf die Schnelle mal. Nee, das sind sie auch nicht. Einen Haufen Guts habe ich, ja. Und hier sind übrigens, brauchen wir jetzt eigentlich. Hier brauchen wir ja keine Filter. Hier brauchen wir keine Filter. Hier ist ja kein so ein hässlicher grüner Nebel. Ah, nicht. Ah, nicht. Da drüben, wir haben schon alles durchgeguckt. Hier habe ich noch Panzerfäuste drin. Ich werde doch noch irgendwo solche Mumpels haben. Halt! Halt! Ja. Hier habe ich einen ganzen Packen drin, nochmal 64. Superklasse! Da haben wir doch jetzt 66 Schuss, das dürfte uns noch reichen. Aber ich gucke trotzdem hier nochmal die Schubkästen durch. Ob ich ja auch noch irgendwo was habe. Nee. Halt hier auch noch mal. Ah, ich habe die hier rumliegen, rum verstreut. Halt hier drüben. Drüben habe ich auch noch ein paar Schränke. Das habe ich ja durchgeguckt. Habe ich hier noch. Ja, klar, ich habe doch meine Munition hier reingeräumt. Senior Gamer, was machst denn du? Das hatte. Das ist nett. Nee, hier habe ich auch keine mehr. Gut. Na ja, gut, dann müssen wir damit auskommen, mit denen, die wir haben. Hier war ja nichts drin. Nee, halt, was ist das für welche? Das ist der falsche. Ja, nee, das ist auch nett. Haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir... Die haben wir ja erst gebaut, da kann nichts drin sein. Da habe ich auch noch nichts reingeräumt. Gut, das war's dann jetzt. Also, vor. Jetzt machen wir die Banditen nochmal platt. Und ich wollte ja eigentlich noch ein Stück weiter runterlaufen. Ob wir da unten auch noch was finden. Ist doch da unten in den, wo wir auf dem Dach waren, wo wir den Rucksack auf dem Dach gefunden haben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt das Wochenende nochmal Sonntag in Patch. Wie gesagt, wenn sich an dem Spiel was ändert oder bessert, ändern kann sich ja auch was ins Negative. Wenn sich hier was bessert, dann werde ich auf alle Fälle das Spiel weiterspielen. Denn ich sag mal, dafür spiele ich schon zu lange. Ich habe jetzt mal bei Steam geguckt. Ich habe in diesem Spiel schon über 970 Stunden versenkt. Am Anfang, wo es noch relativ besser spielbar war als jetzt. Also vor fünf Jahren insgesamt. Das habe ich ja richtig gesuchtet hier.
970 Stunden, das ist wie, naja gut, Medieval Dynasty zum Beispiel, habe ich 1100 Stunden. Also das ist schon... Das wird nachladen. Das ist schon heftig, was ich da hier schon gespielt habe. So, wo ist der dritte? Ja, war gut. Haben wir sogar bloß 10 Schuss gebraucht oder wie viel? Keine Ahnung. So, mal gucken, halt, gucken noch mal hier rein, was die so haben. Rucksack. Buße haben wir noch mal. Na gut. In der Hosentasche hat er nichts. Wir drüben den. Jetzt können wir gleich noch mal die grüne Flagge hissen. Was hat der noch drin? Oh, Granatensplitter nehmen wir natürlich mit. Da hat er nichts. Halt, ich habe doch nicht in der Hosentasche geguckt. Können wir auch noch reingucken. So, jetzt hissen wir erstmal noch die grüne Flagge. Das Gebiet ist wieder befreit. Nichts drin. Rogen. Ne, kaputte Waffen, ne, brauchen wir nicht. Und wo ist der dritte? Wo habe ich den hingeschmissen? Den hier, habe ich den schon? Den? Hier ist der dritte. Das ist der dritte, alles klar. Das ist der dritte. Ja, was drin? Ja, ja. Oh, Schießpulver. Und eine Granate, oder? Ja, eine Granate. Kein Granatensplitter, sondern eine Granate. So, und den tun wir gleich nochmal nach. Halt. Gleich nochmal nachladen, das Ding. Gut. So, ich schnappe ich mir meine Karre und lauf mal runter. Mal sehen, was wir da unten noch finden. Hier müssen wir am Motel müssen wir aufpassen. Es scheint die Sonne, nicht, dass die Spinner rausgerammelt kommen. Na, bei Sonnenschein stimmt ja gar nicht, was ich erzähle. Bei Sonnenschein ist es ja nicht so schlimm. Da kommen sie ja nicht so weit raus. Wenn es trübe ist, da kommt sie rausgeflitzt. Und wenn die Straße im Schatten liegt, da kommen sie weiter rausgeflitzt. Weil da haben sie... Oh, es geht aber auf dem Abend zu, deswegen müssen wir schon nochmal Obacht geben. So, wir schauen auch nochmal hier unten in das... in die Garage, ob wir da noch was finden. Ich hätte mir gern noch ein Auto hier zusammengebaut, aber... Naja gut, verzichten wir halt mal drauf. Ich hoffe, dass er jetzt zumindest mal bei dieser Karte bleibt. Das ist ja nur inzwischen, seitdem es das Spiel gibt, die vierte oder gar fünfte Karte, Variante der Karten. Ein Großteil dieser Karte war ja ganz am Anfang schon vorhanden. Da war aber dieser ganze Zeug hier drüben nicht. Das Weiße Haus war dieses Militärcamp vorm Weißen Haus war nicht. So, mal schauen mal, was wir hier noch, ob wir hier noch was finden. Ist aber dunkel jetzt hier, ne? Haben wir hier Flaschen? Die können wir wohl nicht mal mitnehmen. Doch. Die Buddels nehmen wir mit. Salz nehmen wir noch mit. Die Flaschen nehme ich deswegen mit, denn ich möchte ja mal in der Perspektive auch Bose machen. Oh, Coin. Ein Coin. Zucker brauchen wir für Bose. Hier haben wir noch ein paar Coins drin. Ketchup. Ein Zucker. Ein Senf. Den Ketchup können wir nicht, die Papstaber brauche ich eigentlich nicht, aber Salz können wir gebrauchen. Wenn wir ja doch mal auf Bärenjagd gehen, jetzt müssen wir mal die Taschenlampe anmachen, Licht. Ob wir hier was finden. Klopapier. Das kriegen wir bloß nicht. Oder wir nehmen sie doch mal mit, die Papstaber, man weiß nie, für was wir sie gebrauchen können.
Dann brauchst du irgendwann vielleicht mal Pappe oder sowas. Und wir haben keine, das wär's natürlich. Oh, hier haben wir auch nochmal Putztücher, Medikamente, Flaschen, ein paar Jeans. Was hat der noch drin? Ja, aber da hat nichts drin. Habe ich meine Spritkanister dabei? Ne, die habe ich nicht dabei. Die haben... Naja, gut. Brauchen wir jetzt 1,2 Liter. Naja, gut. Haben wir halt nichts dabei. Keine Spritkanister. Aber solche Schränke finde ich ja auch nicht mehr. Ich glaube, die haben wir schon weggeholt, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal Licht anmachen hier, damit wir was sehen. Die Nähzeug im Kühlregal. Nee, das ist kein Kühlregal. Ein Apfel. Wasser. Wasser ist immer wichtig. Wasser ist zu trinken, ist immer das Wichtigste mit. So, Eis. Was haben wir hier hinten draußen? Eine Gasflasche. Mal Medikamente, eine Axt. Gut. Die kannst du ja auch nicht mitnehmen. Wenn du die daheim hinstellen willst, die sind dann wieder verschwunden. Die stehen dann wieder hier. Also zu sagen, ich sammle mir mal so ein paar Gasflaschen, Propangasflaschen zusammen, kannst du vergessen. Die spawnen dann immer wieder oder spawnen sich zurück. Das ist auch so ein Punkt, der da, naja, den er in Ordnung bringen müsste. Die Kiste, nee, die brauchen wir jetzt nicht. Die nehmen wir nicht mit. Mal schauen, ob wir noch oben was finden. Edelschrott, nochmal Schrott. Edelschrott. Doch, entweder sind sie wieder hier oder sind neu hier. Die nehmen wir natürlich nochmal mit. Also, F. Die schaffen wir nochmal weg. Erstmal hier herstellen. Die können wir dann immer wieder holen erstmal. Wo waren sie hier? F. Es ist zwar nichts drin, aber das Wichtigste sind die Schränke. Ja, und den kleinen Rollcontainer holen wir auch noch. Hat der was drin, ne? Na gut, das haben wir aufgehuckt. Das schaffen wir auch weg. So. Und den anderen Raum gucken wir jetzt auch mal rein. So was Edles findet man ja hier oben in der anderen. Oh, das ist hier Edelschrott. In der anderen Garage, wo da der Truck drin steht, findet man ja dort leider nicht. Hier ist nichts weiter, hier ist nichts weiter. Koffer. Den schnappen wir auch, den nehmen wir mit. F. Genau, den nehmen wir auch noch mit. Den können wir ja auch noch irgendwo unterstellen. Ich hoffe, durch den Spittel alles auf meinen Waren drauf kriege. Das wird wieder so eine richtige Zigeunerfuhre wird das wieder. Die Pfeile nehmen wir auch wieder mit. Ne, das können wir gar nicht mehr mitnehmen. Alles klar. Wir haben schon voll. Die Regale können wir bloß zerlegen. Hierzu ist nochmal ja noch die Flasche mit. Gut, was anderes gibt es ja hier nicht. War hier noch was? Nee. Nein, also runter. Hier noch irgendwo eine Kiste? Nee, auch nicht. Aber wir haben einen Coin. Da können wir uns mal noch was zu trinken holen. Ach so, ich hab auch. Alles klar. Da muss ich erstmal eine austrinken. Ich habe nämlich sowieso Durst.
Trink. Deswegen wollte ich ja noch mal ein Getränk mitnehmen. So, das Ding schnappen wir noch. Mal sehen, ob wir noch ein paar Coins einstecken haben. Da können wir uns noch was zu trinken holen. Wenn wir einmal hier sind. So, jetzt schnappen wir uns den Wagen. Stellen den mal hier auf die Straße. Und stellen die Schränke drauf. Schnappt das Ding. Wohin gestellt? Ach da, alles klar, alles da. Alles da, alles im grünen Bereich. Der steht wieder auf der Kante, das soll er eigentlich nicht hin. Ah, hier steht er denn hin. Bevor. Den noch mal. So. Da räumen wir mal was rein. Und zwar, was räumen wir denn rein? Schrott. Kisten. Nochmal Schrott. Flaschen, das ist voll. Pfeile. Fleisch. Äpfel. Na egal. Wie viel Coins haben wir? Wir haben noch 3 Coins. Also, da holen wir uns auch noch 3 Getränke. Wenn wir sie kriegen. Wenn wir sie kriegen. Trinken ist immer wichtig. So, haben wir noch eine Cola. Das hier rein. Waffenöl hier rein oder was? Nee, das Feuerzeugbenzin. Und hier räumen wir auch noch was rein. Die Jeans, Putzlappen. Machen wir uns nochmal leer. Hacke rein. Die gefährliche Fracht raus aus den Hosentaschen. Sprengpulver, Munition brauchen wir. Cola, Cola. Und jetzt schauen wir mal. Die Panzerfaust räumen wir auch raus. Das Medipack räumen wir raus. Den Apfel räumen wir noch raus. Brecheisen behalten wir drin. So, also schauen wir, ob wir noch für unsere 3 Klimperfen hier, ob wir was zu trinken kriegen. Wir gehen noch mal rein. Vielleicht haben wir Glück, es ist noch was drin. Die ist leer. Kenn nicht mehr, alles klar. Gut. Das nächste Mal. Da holen wir uns das nächste Mal wieder eine Cola. So, ich schnapp jetzt meinen Wagen. Und flitz heim. Und naja, gut, den Nachhauseweg kennt ihr ja alle. Und wie gesagt, das ist vorerst die letzte Folge. Anstatt Miss Survival kommt jetzt No One Survived. Die haben eine große Karte, 64 Quadratkilometer. Da haben wir schon 1-2 Videos gemacht. Eins, wenn es interessiert, wo ich alle Händler ablaufe. Es kommt auch noch eins, wo ich alle Banditen auf der Karte suche. Die Hälfte der Karte habe ich schon so abgeklappert. Ich schätze mal, in 2-3 Tagen ist das Video dann auch online. Also wie gesagt, es Miss Survival bleibt immer auf dem Schirm. Dafür ich hoffe, dass der Entwickler die Kurve kriegt und das Spiel zum ordentlichen Ende führt. Er hat ja eigentlich gesagt, dass es bis Jahresende in der Alpha bringen will. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich wünsche es uns allen, denn das ist ein schönes Spiel.
wenn es funktioniert. Alles klar. Ich sag dann mal tschüss, meine Freunde. Bei der nächsten Gelegenheit geht's hier weiter. Alles klar. Ciao.